Hallo Leute, hier ist wieder euer Fatgamer mit einem neuen alten Spiel. Und zwar spielen wir den Multiplayer von, Achtung, jetzt kommt, von Wolfenstein. Jetzt schauen wir gerade mal, sind jetzt mitten in einem Deathmatch drin. Wolfenstein sind die Entwickler, die auch schon, setzen wir uns vor, die auch schon Ding gemacht haben, wie heißt Singularity, was jetzt gerade rauskommen ist. Und es ist echt lustig, jetzt geht's richtig los. Vorher war es noch ein bisschen geplänkelt. Ich habe mir jetzt vor 3-4 Tagen entdeckt den Multiplayer und er macht wahnsinnig viel Bock. Wow. Geht auch ziemlich die Action los. Jedes Team kann einen, wie sagt man, einen Heiler drin haben, einen Mechaniker oder einen Soldaten. Soldaten können alle Waffen nehmen. Yeah. Heiler können natürlich heilen, was manchmal sehr wichtig ist. Und es ist wahnsinnig wichtig. Wow. Nichts mehr zum Nachladen. Kacke. Mal abhauen. Hoffentlich treffe ich mal die einen. Alter! Wow! Scheiße, das war ein Raketenwerfer. Ein bisschen unrealistisch ist das schon, aber ist ja wurscht. Ob das spart. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Und super, da ist eine Inaktiv bei uns. Dann kann hier jederzeit einer abknallen. Ich finde das Spiel so toll, weil es neben dem Ganzen auch noch so Zeitmanipulationen hat. Ich schalte mal rein. Da weiß man dann sofort, wo einer ist und so. Ja, cool. Fuck, war das scheiße. Das waren jetzt natürlich 2, 3. Und man verdient mit jedem Kill oder auch mit jeder Hilfsaktion verdient man Geld. Und mit dem Geld kann man dann sich neue Sachen kaufen. Und es macht eigentlich wahnsinnig viel Spaß, das Ganze. Ich finde es auch besser als der Multiplayer von Singularity. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gezeigt habt, ansonsten mache ich es mal wieder im Video. Weil da hat man alles schon freigeschalten und da gibt es eigentlich keine Motivation mehr, eigentlich irgendwas zu machen. Teammäßig kann ich sagen, es ist wie überall, das heißt, es gibt manche, die unterstützen dich dann und es gibt manche Sachen, da unterstützt dich kein Schwein, das heißt, da läuft einfach nur so durch. Boah. Wir gehören, glaube ich, zum Widerstand. Scheiße. Ach, schade. Ich finde das Spiel ganz gut. Schade, dass es keine Hand gibt. Jawohl, einen habe ich. Den Rüffel. Ah, komm. Leute, ich brauche was. Okay, und dann kann man noch so Päckchen, Rucksackpäckchen abwerfen. Das bießen dann ziemlich stark. Ich habe mir das paar Sachen aufgesammelt zum Glück. Das ist wieder Munition. Da kommen nämlich schon wieder die nächsten. Ah, zum Beispiel, es geht dann hoch. So unachtsam ist es natürlich dann ziemlich. Ja, super. Der hätte sich mal lieber auf den Medic verlassen sollen. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Yeah. Ich töte gerade ziemlich viele, obwohl ich nur Heiler bin. Also so die typische Klasse, hey, ich bin Heiler und ich kann keinen Schaden machen oder so. Das gibt's hier eigentlich nicht so. Hier macht man wirklich sehr viel Schaden, egal in welchem Ding. Scheiße, den könnt ihr jetzt wiederbeleben. Mach ich auch, nein. Wow, geklappt. Alter, jetzt muss ich mich mal wiederbeleben hier. Das ist gut, dass man hier selber das machen kann. Mit den Auren und so, also es gibt auch verschiedene Auren, die man verwenden kann. Hier zum Beispiel als Heiler, ich habe jetzt fast nur als Heiler gespielt, weil ich es einfach gern mag. Ja, jetzt zum Beispiel, ich versuche den zu heilen. Ja genau, da geht es drauf ein und kriegt dann auch seine Punkte.
Genau. Ja, gegen den habe ich natürlich keine Chance. Doch. Ich habe sogar Chance gegen den. Ach scheiße, aber gegen den nochmal. Das war dann zu viel. Aber ihr seht, es ist lustig, es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist auch ziemlich einfach. Also man lernt halt ziemlich viel gleich. Klar. Hä? Stirb endlich. Hä, er ist immer noch nicht tot. Gibt's noch nicht mal. Nein, komm! Ach scheiße, was war denn das für ein Scheiß? Ah, zum Kotzen. Da ist einer mit dem Rakko unterwegs, aber der ist auch gleich raketenmäßig Geschichte. Es ist natürlich ein bisschen stupid, kann man sagen. Also es ist einfach. Ich versuche euch jetzt mal das zu zeigen. Ach scheiße. Normalerweise kann man dann jemanden wiederbeleben und so, also das finde ich auch noch cool. Kriegt man auch dafür Punkte, aber meistens und die Leute nicht so. Der Rakko ist Geschichte. Munition kann man aufnehmen, aber nicht. Scheiße, ich hab nicht geschnallt, dass der noch neben mir war. Oh mein Gott. Schau mal schnell. 12 getötet, 5 mal gestorben, also ganz gut eigentlich. Ja, super. Ich wollte bloß mal wieder ein bisschen. Der schießt mit dem Rakko daneben, das weiß ich. Jetzt keine ab. Ist doch logisch. Ah, scheiße, Entschuldigung. Ja! Das wollte ich natürlich nicht. Ich könnte natürlich jetzt als Heiler eigentlich mal hier was machen. Zum Beispiel den abknallen. Super. Ganz toll gemacht. Ich habe 0 Schuss. Jetzt komm. Ah! Schade. Also ihr seht, es ist lustig. Hier machen auch einige mit. Eigentlich, aber ich habe gesehen, dass gestern auch fast dieselben Leute dabei waren. Oder sehr viele. Das heißt, ich. Es ist zwar immer noch beliebt, so das Spiel, aber es ist glaube ich jetzt nicht so wie. Ich kann niemals Zeit. Und der will sich nicht heilen lassen, Mensch! Ich wollte doch euch einmal zeigen, wie es heilen geht. Leute! Macht mir halt nicht so schwer. Natürlich ist man dann. Ich könnte jetzt natürlich die ganze Dinge abknallen, aber Team. Kill! Ist aus. Shit. Also es ist eine riesige Ballerorgie eigentlich. Wie ihr seht. Okay. Ja! Komm, wie viel hat denn noch? Ah, ich hätte mir eher auf den Head schießen müssen, weil es gibt noch kugelsichere Weste und so. Das kann man natürlich auch einstellen. Dann viel schwerer. Eher auf dem Head hier. Ja klar. Aber dann nützt natürlich auch keine Ding mehr was. Ich glaube, wir liegen gerade vorne mit 83 zu 70. Ich hasse. Und natürlich gibt es auch noch einen Nahkampfangriff, aber irgendwie habe ich es nicht geschnallt. Scheiße, unser Vorsprung schwindet. Vielleicht haben wir auch die falschen Leute drin. Sollte man vielleicht mal ein bisschen was machen. Zum Beispiel Granaten zurückwerfen oder so. Aber ich komme jetzt einfach mal von hinten. Also ihr seht schon, es ist ziemlich lustig, es macht Spaß, die einzelnen Klassen unterscheiden sich einfach nur marginal, marginal, oder wie es heißt? Schade, den voll jetzt, aber. Hier hin. Da hoch, oder? Scheiße, das ist einer von uns. Stimmt einer? Sehr schön. Und es macht wirklich Spaß, gibt dem Spiel eine Chance im Multiplayer, es macht wirklich Fun. Ich sag schon zum 5. Mal. Erwartet jetzt nicht zu viel vom Multiplayer, aber er macht wirklich dazwischen Spaß. Das war euer Fat Gamer mit Wolfenstein bzw. Gathering of Dark. Macht es gut. Ciao.